Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ebenfalls gut. Aloha und willkommen zu einem neuen Spiel auf dem Kanal und das Emily Wants to Play. Und geil. Ich habe mich schon im Menü erschrocken. Ja, ein bisschen. Ich habe erzählt, dass ich keinen Bock mehr habe auf so FNAF-Games. Deshalb, das ist erstmal das letzte FNAF-Game irgendwann. Ihr kennt das ja alle schon. Ich würde einfach sagen, fangen wir an. Yeah, please. Es lädt. Jo. Hello. Your pizza's here. Essen ist da. Lieferando hier. Wie mache ich das denn hier? Achso, okay. Nice. Okay. Also der Regen. Also draußen ist schlechtes Wetter, kennen wir in so einem Horrorspiel. Und der Regen ist echt krank. Ich habe keine Taschenlampe. Muss ich bestimmt alles finden. Ich mag solche Spiele, wo man alles finden wird, weil ich die dann so. Egal. Das ist wohl die Küche hier. Auch sehr schön. Hab ich mir gar nicht meine Pizza bestellt? Ja. Okay. Und Let's Play at Midnight. Ah, super. Super. Das höre ich doch gerne. Let's Play at Midnight. Och, geil. Und warum? Warum ist es einfach jetzt schon gruselig, diese Atmosphäre? Oh mein Gott, das sieht gut aus. Ich dachte, es wären Hörnchen mit irgendwie Löchern drin. Also sieht schon so gut aus. Was steht denn hier so? Get a new door. Pick up Emily's meds. Emily. Ich mag den Namen Emily irgendwie, aber wenn es um eine Horrorpuppe geht, dann nicht. Und das. What the fuck? Ich will nicht mehr. Okay, hier what is. Fuck. Ich hab Angst. Alter, das sah jetzt so eklig aus. Dann hab ich einen Zettel. They locked me up down there. In den Keller. Ja. Ich habe das Spiel mal bei Corrupted gesehen für ein paar Minuten ungefähr und hat es mir nämlich schon gefallen. Da war ich voll auf dem. Bewegungsmelder, auch nicht schlecht. Da war ich voll auf dem FNAF-Trip. Und oh no! Clown. Ich mag keine Clowns. Hey, und was war das? Also, das war gerade mein Handy, aber dies. Das war wohl eine Clown. Und da ist einer. Hallo? Es ist dunkel. Da ist eine Taschenlampe, glaube ich. Ja. Okay. Mit links Maustaste macht man die aus. Ich mache aber hier wieder an. Hier braucht man, glaube ich, auch keine Batterien. Das ist sehr gut. Und kann man das abspielen? Ja, ne? Doch. Ja. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. But I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Okay, das ist sehr schön. Ich, ja, okay. Was steht hier denn Schönes? I take care of my friends. Make them pretty. Don't turn around. Peek-a-boo. Okay, das ist wohl dann dieses schwarze Mädchen. Das heißt, ich darf mich nicht bewegen. Achso, ich muss sie angucken und wenn ich das nicht tue, dann erschreckt sie mich wohl. Und das hat sie gerade schon getan und ich habe sie angeguckt und ach, leck. Die Steuerung finde ich irgendwie krank. Ich weiß nicht warum. Okay. Thank you.
Ich hab mich jetzt voll erschrocken. okay, das war die erste Nacht. Die ging schnell. Ich bin sehr... Oh, geil. Der Spiegel liegt hier. Das sind die Splitter. Und... Ja. Eine sehr schöne Dusche. Ich finde die Grafik übrigens mega geil. Die nicht gesehen. Das ist voll scheiße, wenn die dunkel ist und du bist in einem Raum, der dunkel ist. Das ist voll schwer, die dann zu erkennen, so. Na, Moment. Ich habe Angst, weil... Achso, ja, die Uhr. Genau. Nase juckt. Geht das jetzt alles nur mal von vorne los, oder... Okay, wir haben. Das war jetzt komisch. Wir haben alles und. Du bist so hässlich. Ich hab so Angst vor der. Geh weg! Mann, ich wollte euch nur eine Pizza bringen. Really, nigga. Ah, gut, okay. Wo wollte ich jetzt hin? Da wollte ich hin. Hier machen wir das Licht an. Und ich werde hier die Tür zumachen. Und... Oh, das war laut. Hier ist ein Zettel. Habe ich ihn schon gelesen? Ich weiß nicht. What the fuck hab ich mich jetzt? I think they want to kill me. Aha. Da spielt einer mit dem Licht. Sehr beunruhigend, wenn ich weiß, dass er... Wieso ist das überhaupt so? Ist das der... Das ist nicht der... What the fuck? Wo bist du? Da! Junge. Mann, du bist so schwer zu erkennen einfach. Ich mag es nicht, wenn das Licht aus ist. Wir befinden uns jetzt... Ich will gar nicht reden. Ich mag es nicht. Oh, gut, okay. Schön ein Schrank, der sich einfach so öffnet. Auch ein wunderbares Meister... Ach, it's been over a month now, and the police still haven't found any leads on the bizarre death of a local couple. The couple was found lifeless in their living room as neighbors were jogging by. The front door was wide open, and the bodies could be easily seen from the street. There were no signs of forced entry, and the police have ruled out burglary as a motive. Neither body had any injuries, and the cause of death could not be determined by the coroner. It seemed as though the residents were prepared to move. The police have yet to find any leads. Alter, was geht mit dir? Gut. Ich wollte mir eigentlich nur den Zettel angucken und dann so viel passiert. Und warum stehst du auf einem Karton, Lady? Hasbot, du musst einfach richtig... Du musst Luft sein. So eine Gummipuppe. Okay, hier ist ein schöner Zettel. Oh, nein, wollte ich gar nicht machen. I just want to play. Where is she? Also ich finde die Bilder auch echt gruselig. Wir haben uns noch gar nicht so alles von dem Haus angeguckt. Auch Angst. Oh, mein Handy hat vibriert. Oh.
Herzinfarkt. Was ist das hier? Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Oh, fuck. Ich hasse Küche. Ach, ich mag das ganze Haus schon nicht. Mann. Scheiße. Warum macht die blöde... Erschrocken. Die Tür ist nicht zu. Oh, fuck. Oh mein Gott, du bist echt. Ich hol jetzt mein Handy. Immer noch nicht weg, wa? Hat die Sau meine Taschenlampe ausgeschaltet? Glaube ich wohl nicht. Also, es ist für mich... Ich sag nichts mehr dazu. Also, Five Nights at Freddy's ist mir doch lieber geworden. Oh. Was für ein Bild. Meisterwerk. Oh Gott. Oh, die macht den Mund auf. Ja, komm einmal hier. Utze! Mir immer so eine Scheiße an. Also nach diesem Spiel gibt es erstmal keine FNAF-Spiele mehr. Ist auch doof, wenn man die ganze Zeit hintereinander spielt, weil ich habe die ja knapp echt hintereinander gespielt und es ist ja dann auch irgendwie klar, dass dann irgendwo auch die Lust vorbei ist. Ich möchte mal kurz was... Genau. Im Schlafzimmer probieren. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Oh Gott. Junge, warum bist du auf einmal da? Boah, das gibt mir so viele Schwierigkeiten, das Spiel, ich weiß das jetzt schon. Ich mag das einfach nicht, weil ich weiß, dass mich einer verfolgt und bei Wick, das war... Oh Gott, kann ich schon gar nicht mehr dran denken, da krieg ich schon... Okay. Ich will kurz mal was austesten, weil man sagt, das ist, hat mir letztens ein Freund von mir gesagt, der das Spiel auch gespielt hat, dass wenn man einer von diesen Lampen hier drückt, dass hier, glaube ich, was aufgeht, die Wand oder so. Die geht nicht. Das funktioniert ja wirklich. Soll ich jetzt da schon runtergehen? Ja, oder? Oh mein Gott, was? What the... Hey, Emily. How are you? I'm fine, Tapeworm. Thank you. Hm.
Manoa. Ich hab auch gehört, dass es pro Nacht auch mehrere dazu kommen. Oh mein Gott, der Keller ist echt krank. Ich muss mir so viel Gewalt. Und hier sind sehr viele Rekorddinger. Und wie gesagt, also pro Nacht soll wohl dann immer mehrere dazukommen. Und hey, das ist doch der eine Raum hier, ne? Ach ja. Nice, nice. Ich habe auch irgendwie vor, auch wieder so mit Pixel-Horror loszulegen. I'm Scared zum Beispiel. Wo bist du denn? Boah, Alter. Du bist fies. Ich habe das Gefühl, wenn mehr, also mehr Charaktere dazukommen, dann wird das gar nicht so schwer. Weil ich muss ja die ganze Zeit nur gegen die. Obwohl, das wird voll schwer. Was lache ich da? Mann. Ich bin einfach nur behindert. Echt von Tuten und Blasen, keine Ahnung, der Tape One. Übrigens, schöne Grüße an meinen Best Buddy, Young Fichtel. Irgendwie macht das aber voll Brunnen. Ist das schlau, diesen Keller da zu schließen? Ich glaube schon. Ich fühle mich hier voll sicher. Ich bleib hier. Ich werde das Spiel, glaube ich, nur in diesem Badezimmer verbringen. Weil hier fühle ich mich sicher. Ich weiß nicht warum. Auch wenn ein Spiel liegt, da kaputt ist. Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber dauert ganz schön lange, ne? Da es die erste Nacht ist. Ja! Dum, 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 dum. Okay, Leute, ich denke, das war bis jetzt schon die erste Folge von Emily Wants to Play. Von Emily Wants to Play. Und ja, mein erstes Fazit zu dem, weiß nicht, irgendwie finde ich das, auch wenn ich in letzter Zeit so voll gegen FNAF-Spiele bin. Ja, aber wirklich, das liegt doch daran. Ich glaube, würdet ihr auch so oft hintereinander so FNAF-artige Spiele spielen? Würdet ihr auch irgendwann schnauzvoll haben? Und das ist bei mir irgendwie auch so. Aber das Spiel, das bockt. Habe ich bei Vic Au gesagt am Anfang und dann irgendwie ging es mir auf den Sack. Aber hier, weiß ich nicht, irgendwie hat das was. Und ich finde, das ist ein friedliches Horrorspiel noch. Ich weiß ja nie, was noch kommt. Ja. Ich wünsche einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann es wieder schaut. Haut rein, macht das draußen und tschüss. Euer Flo. Ja, auch Tape One genannt.